Hanno. Ja, Leute, ich hatte eigentlich mittlerweile schon die Hoffnung aufgegeben, dass es langsam mal durchsickert. Normalerweise will ich meine Streams immer damit beginnen, einen Song am Stück durchlaufen zu lassen, ohne etwas zu sagen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es eigentlich mittlerweile überhaupt noch immer keiner begriffen hat oder noch nicht mitgekriegt hat, dass es so ist. Ja, eigentlich hätte ich jetzt sogar fast was gesagt. ChapChap hat jetzt das bewiesen, dass es ein paar Leute gibt, genauso wie TVMob. Deswegen erstmal Servus, Leute. Ja, also eigentlich, wenn ich das erste Lied, also die ersten 4-5 Minuten in einem Stream, bin ich eigentlich immer ruhig und warte, bis die... Die ersten 5 Minuten bin ich eigentlich immer ruhig und schau erst einmal, ob ihr... Also lasst euch erstmal das Lied laufen, weil ich quatsch sonst immer in die Lieder rein, in die Songs, in die Texte und alles. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Vielen Dank für die 50 Likes. Und deswegen gibt es normalerweise immer einen Halbstream, wo ich erstmal ruhig bin. Augen ganz rot. Oh, stimmt. Das linke, das rechte. Alter. Das sieht echt ungesund aus. Eigentlich wollte ich schon schlafen gehen. Bin auch eigentlich schon recht müde. Aber ich habe mir gedacht, jetzt streame ich noch eine halbe Stunde. Chanobi, danke, Servus und willkommen bei dir, bei mir im Stream. Alle geplatzt, nichts Schlimmes. Tut doch überhaupt nicht weh. Sieht aber ein bisschen radikal aus. Oder es sieht auf die Inferno ein bisschen radikal aus. Sieht eigentlich, also für mich sieht es gerade so aus, als hätte ich um mein Auge herum ein kleines bisschen weiß, der Rest ist knallrot. Sieht ja ein bisschen brutal aus irgendwie. Tut auch überhaupt nicht weh, ich bin ein bisschen müde halt, aber ansonsten. Naja, dann habe ich einen Musikwunsch. Oh, da bin ich aber gespannt, TV Mopf. Das ist meld, ehrlich. Okay. Jetzt hätte ich fast mein geiles Biker-Outfit vergessen. Hagen ist da, oh mein Gott. Pundras ist ja auch da, was zur Hölle, vielen lieben Dank.
Jetzt noch die Haare und dann ist der Look perfekt. Ich weiß nicht, vom Binden her, Dankeschön für die 400 Likes, Hagen. Vom Binden her ist der Link, ist der rechte Arm immer besser als der linke. Aber der Knoten ist immer so beknackt, dass ich jedes Mal den Knoten in der Hand habe. Beim linken ist es genau das Gegenteil, da ist die Bindung scheiße, aber der Knoten ist immer hier unten, ne? Und ich komme nie so richtig an den Knoten, ja? Ich meine, klar, wenn ich mich wieder anstrenge. Aber so im Großen und Ganzen ist das nie so. Irgendwie merkwürdig. Egal. Hagen hat Pundert schon wieder vom ersten Platz gekickt. Jetzt kann ich auch noch auf Hip-Hop machen, Alter. Ist aber manchmal schon komisch, ne? Wie nah das beieinander liegen kann. Boah, irgendwie ist mir die Sonnenbrille jetzt gerade aber zu dunkel. Also mal ist ein Drachen live sie. Nicht so beeindruckend, wie man erwartet, ne? Danke, edle Lady. Oh, ist doch der echte. Best wie der echte. Hagen, Dankeschön für weitere 400 Likes. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, TGO, du, wie auch immer. Ich weiß leider nicht, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Dankeschön für 50 Likes. Ist das der echte Drachenlord? No, Bro, du verwechselst mich, Alter. Schlägt dir aus dem Ausdruck, knacke ich hier innen. Hier gibt es nur den falschen Drachenlord, genannt Bikerlord. Lunzi, Dankeschön für 500 Barren. Lunzi, Dankeschön. Eigentlich wollte ich sagen Lunzi, Dankeschön. Irgendwie war das merkwürdig. Bikerlord. Ich habe ein Halstuch von White the Slate. Okay. Super. Was? Super Delta. Dankeschön. Für die 1000 Barren und für deine Unterstützung. Sau cool, danke dafür. Hell's Angel Lord. Nein, kein Interesse. Gehst du Breeze? Nö. Mach eine Stunde. Klar mache ich eine Stunde.
Hagen, danke schon für 1000 Bannen und bitte, du mit den Gefangenen übertreibst nicht wieder so. Du Irre. Wenn du ein Motorrad hättest, würdest du einen Wurstblinker anbauen. Das ist doch Verschwendung, die arme Wurst. Chip Chip, hör auf, Hagen in Versuchen zu führen. Hundras, danke schön für 1000 Baren. Und bitte tut mir den Gefallen und mach jetzt hier kein Battle, Alter. Ich fürchte nämlich schon wieder das Schlimmste. Vielen lieben Dank, Lenny. Jawohl, Pundas geht auch ab. Boah, hör auf, die beiden auch noch zu unterstützen, ey. Die gehen ja noch ab, Alter. Das haben ein paar tausend Barren für einen Wert. Schau mal, ob du dir Barren aufladen willst. Und wenn du dann welche aufladen willst, dann stehen da die Preise. Wenn ich so ein schlechter Schauspieler bin, warum schaust du mir dann zu? Tu nicht so, als ob du eine Kunstfigur bist. Tu du nicht so, als wärst du ein Hater. Du stehst doch auch auf mich, gib's zu. Genauso wie alle Hater, die nur so tun. Ich meine, warum schaut ihr denn trotzdem nach 5 Jahren immer noch mein Zeug? Dass ihr kaum bis keine Auswirkungen auf mich habt, sollte mittlerweile doch mal angekommen sein. Selbst der dümmste Hater müsste es langsam begriffen haben, dass ich das für meinen Vorteil nutze. Naja. Intelligenz war ja noch nie sonderlich verbreitet unter solchen Leuten. Zwölf Stunden Stream bei Juno, was? Con, dankeschön für 400 Barren, Likes, Entschuldigung. Und TV-Mob, dankeschön für 500 Barren. TV-Mob, dankeschön für 5000, für 500 Barren, meine Güte. Ich kann schon nicht mehr lesen und nicht mehr schreiben und nicht mehr quatschen, also was zur Hölle. Wobei, schreiben tue ich ja gar nicht. Oha, man kann jetzt einen Drachen spenden. Wie, man kann den Drachen spenden? Wenn du das Emojin meinst, das ist, also mein User-Emojin, das habe ich, weil ich Partner bin und Abonnenten-Button habe. Duke, ist das der echte oder ein Video jetzt? Das ist ein Video. Misanthrop, dankeschön für die 50 Likes. Ja, Juno hat sowas gestartet. Was geht um 22 Uhr bis um 28? Moment, was? Bis um 28? Ach nee, du meinst wahrscheinlich vom 22. bis zum 28. Und die Nacht wird zum Tag. Ah ja. Nee, ich mach bei solchen Events nie mit. Müsste ich vielleicht mal machen. Aber ich habe viele Zuschauer und ich mache meine Videos gerne, meine Streams mache ich gerne. Ich sehe keinen Grund, da irgendwie anderen Leuten User wegzunehmen, wenn ich streame. Oder eventuell User wegzunehmen, wenn ich streame. Nur weil ich dann bei irgendwelchen Events mitmache. Dankeschön, Kevin, für die 100, für die 10 Likes. Bin schon ganz beknackt. Alter, jetzt reicht's aber mal mit Hip-Hop hier, hey. Hip-Hop, Leute. Nightcore Rock Mix. Kommt immer gut. Möchten Sie sich nicht mehr außer äußern, Herr Lügenlord? Zu was soll ich mich lügen? Zu was soll ich mich äußern, du Lügner, hä?
99% der Lügen, die über mich verbreitet werden, sind von den Hatern und nicht von mir. Ja? Rechnen wir mal zusammen. Ich würde sagen, ich habe ungefähr 100 Lügen in meinem Leben erzählt auf YouTube, Juna, und das nur in dem Bezug. Und die Hater stehen bei irgendwas um die 5000. Und jetzt kommst du. Iblali hat nochmal... Was? Ach ja, Iblali hat im Stream gesagt, der will nochmal mit dir reden. In welchem Stream? Oh, Lachfeld ist Platz 1, sehe ich gerade. Hätte das jetzt irgendjemand anderes geschrieben, wäre ich auf den Kommentar nicht eingegangen. Hip-Hop, Leute. In welchem Stream soll er das gesagt haben und vor allem wann? Glaub mir, Ika, niemand will meinen Fame. Glaub mir. Ich weiß, wovon ich rede. Denn ich bin ich. Und ich will meinen Fame auch nicht. Oh, das war ein guter Kommentar. Das war eine gute Aussage. Seinen Quatschstream für was vorgestern ist kein Troll. Nee, deswegen meine ich ja TV-Mob. Wenn es vor ihm angekommen wäre, hätte ich auf den Kommentar jetzt gar nicht reagiert. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwas finde. Gibt es ja bestimmt auf YouTube irgendwas. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich krieg sowas nicht mit. Außerdem, wenn Iblali wirklich mit mir reden möchte, dann ist das keine große Sache. Ich folge ihm auf Twitter. Er braucht mir nur auf Twitter zurückfolgen, kann er mich anschreiben. Verstehen wir, wo das Problem ist. Geht doch bei Iblali auf YouTube. Hat er was hochgeladen bei sich, oder was? Wie der Controller von der Switch rumliegt. Katastrophe. Kannst auch auf seinen Twitch schauen. Da ist es. Echt? Der hat Twitch? Wusste ich gar nicht. Aber ich sag's wie es ist. Ich nehme keinen Kontakt zu ihm auf. Wenn er Kontakt zu mir aufnehmen will, kann er es gerne machen. Gehe ich auch gerne darauf ein. Darf er mir auch gerne privat über Twitter schreiben, kein Thema. Aber ich werde auf ihn nicht mehr zugehen. Weil der Zug ist abgelaufen. Wenn er auf mich zukommen will, okay. Kann man gerne auch drüber reden, da bin ich ein offener Mensch. Aber ich werde auf ihn nicht zugehen. Das ist ihm überlassen. Außerdem heißt es hinterher wieder, dass ich ihn bedränge. Und das sehe ich nicht ein. Sowas lasse ich mir nicht nachsagen. Nicht nochmal. Gibt zurzeit keine Posterverkauf. Es gibt schon ewig keinen Posterverkauf mehr. Ich arbeite aber an einer Idee für Posterverkäufe. Wenn es dazu kommt, wäre es bestimmt interessant. Das sage ich jetzt hier gleich und in dem Bewusstsein, dass eventuell der gute Iblali das irgendwie mitkriegt, sieht oder sonst was. Vielleicht früher oder später oder irgendjemand zeigt es ihm wieder oder schickt es ihm wieder oder sonst was. Vielleicht schaut er sich auch gerade zu, anonym, weiß man ja nicht. Deswegen hier ganz deutlich. Wenn in irgendeiner Art und Weise es zu einem Gespräch kommt, werde ich dafür sorgen, dass es nicht öffentlich ist. Nicht aus meiner Sicht jedenfalls. Wenn er es dann hinterher selbst irgendwie öffentlich machen möchte, ist es seine Sache. Dann mische ich mich nicht ein, es geht mich nichts an. Aber aus meiner Sicht würde das Ganze nicht auf öffentlicher Basis laufen. Also kurzum, braucht euch keine Gedanken drüber machen, weil ich werde nicht sagen, ob es dazu kommt oder nicht. Von mir werdet ihr in die Richtung nichts mehr erfahren.
Zumindest nicht, bis ich da ausgesprochen wurde. Diablo, dankeschön. IK, erst beleidigst du mich und meine Zuschauer und dann sagst du, ich soll die Klappe halten. Also irgendwie solltest du mal die Klappe halten, finde ich, wenn dir alles nicht passt. Diablo, nochmal dankeschön. Ich mache gleich ein neues Lied, also wenn du... Oder es läuft automatisch was Neues, weiter. Also wenn du das nochmal machen würdest, ich würde mir 100% eine persönlich holen. Poster meinst du? Persönlich gibt's gar nicht mehr. Zumindest nicht in den nächsten paar Jahren. Hab man nicht beleidigt? Überhaupt nicht. Ablali hat fast 2k. Und weiter, das sind die Zuschauer, die er in seinem Stream hat. Wenn er schon eine Stunde streamt, ist es kein Wunder, dass er fast 2k hat. Sowas kann man auch nur dann knacken, wenn Leute User einladen. Und nein, es war keine Aufforderung. Kauf ich mal so eins. Im Moment kannst du dir so keins kaufen, weil es gibt keine Drachenposter. Im Moment zumindest nicht. Keine, die original sind jedenfalls. Leute bringen sich um den Schlaf, um jemanden zuzuschauen, den sie nicht mögen. Ad Hater. Tja, man, it's real. The hate is real. Er weiß doch gar nicht, was das heißt. Hab ich schon gewusst, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Was, ich finde Junau viel krasser. Keine Free Spins mehr ab. 15.02. Neue Plattform Inc. Was? Ohne Hater wäre hier gar nichts los. Beweis es mir und verschwinde. Alle Hater, beweist mir mal, dass hier nichts los wäre, wenn es keine Hater gäbe, die hier zuschauen. Also, alle Hater mal raus und beweist es mir. Jetzt sofort. Ich sagte, ihr sollt rausgehen. Stattdessen springt von 208 auf 207. Von 207 auf 208. Es sind ein paar weg. Ja, juhu, wir werden die Hater los. Ich bin kein Hater und deswegen benutzt du meinen Namen und mein Profilbild. Oder ein Bild von mir als Profilbild. Respekt. Du bist 100 pro kein Hater. Also ich wäre auf jeden Fall noch da. Ich tippe mal auf Chap, Hagen und Pundras auch, nur um mal ein paar zu nennen. Wo kommt das mit dem Männerwohnheim her? Bin ich Gott? Weiß ich alles? Moment. Ja, weiß ich. Nichts. Meine Güte. Was soll ich das wissen? Vom Bauamt Lenny. Was? Drache, tut die Zahnlücke weh? Ich kann mir ja eine verpassen, dann schauen wir mal, ob es dir weh tut. Was für eine Schwachsinnsidee. Wenn es wehtun würde, warum sollte ich das dann gucken? Warum sollte ich dann nichts dagegen machen? So ein Schwachsinn. Als ob ich mit einer schmerzenden Fresse rumrennen würde.
Herr Müller packt das Umzugsauto. Oh, ziehst du um oder was? Finde deine Selbstbildung nicht voll lustig. Willst du einfach damit Sachen sagen, ich lache über mich selbst? Das kannst du wohl voll knicken, ey. Ich nehme mich brutal ernst. Wer ist Herr Müller schon wieder? Keine Ahnung. Dein Video war gut geschnitten. Welches? Weil du kein Geld für Zähne hast, ganz einfach. Nein, weil ich mein Geld lieber für sinnvolle Sachen ausgebe. Zum Beispiel einen Schlagstock, mit dem ich irgendwelche wildfremden Menschen auf der Straße angreife. Ach stopp, Moment, das warst ja du. Was sagen die Leute, ich bin nicht selbstironisch. Ricky Morrowind, Servus und Dankeschön für 50 Likes. Du nimmst doch Drongen. Was? Kannst nicht mal Drogen schreiben, du schreibst lieber Trockene. Und ich soll's nehmen. Ja, ich bin Legastheniker. Was ist deine Ausrede? Anime-Musik ist einfach schön. Absolut, das ist ja auch aus einem wunderschönen Anime. Sekunden in Moll. Heißt der Anime. Der hat einen längeren Namen, aber ich vergesse immer den Namen. Ist das Senso Sakura im Hintergrund? Ich schau mal nach, wie er genau heißt. Ich weiß nur, dass er Sekunden in Moll heißt. Moment. Shigatsu wa Kimi no Yus. Sekunden in Moll heißt der Anime. Soll ich es nochmal vorlesen? Bei welcher Folge bist du bei DBS? Dragon Ball Super meinst du? Gar nicht. Ich schaue das aktuell gar nicht. Das ist ein bisschen veraltet für mich. Also bin ich. Ich habe damals die ersten geschaut. Ich habe auch die Dragon Ball Super Folgen geschaut, aber derzeit gibt es da nichts Neues auf Deutsch. Also ich bin da, wo die deutschen Folgen aufgehört haben. Irgendwo beim Turnier oder so. Oder die waren kurz nach dem Turnier, wie auch immer. Ich mag nur einen Anime und das ist Chihiros Reise ins Zauberland. Dann hast du viele gute Filme verpasst. Vom gleichen Macher wäre auch zum Beispiel Das Wandelnde Schloss. Ein unglaublich schöner Film. Da gibt es viele schöne Filme. Oder Das Schloss im Himmel müsste, glaube ich, auch vom gleichen Macher sein. Kannst du Liegestützen-Dreche? Ich weiß nicht, was ein Dreche ist, aber der Drache kann das bestimmt, ja. Und schon ein schöner Anime. Chihiros Reise ins Zauberland hat mir das Kind traumatisiert. Was? Warum? Wobei man dazu sagen muss, dass die Eltern sich in Schweine verwandeln und jederzeit gegessen werden könnten. Das verstört mich auch ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ich meine ja nur. Ein bisschen verstörend hat der Anime hat schon ein paar verstörende Sachen, das Ungesicht zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen ist es ist auch auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsanimes.
Das Schloss im Himmel war eh der geilste Anime-Film. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das vom gleichen Macher ist. Mir fällt auch immer der Name nicht ein, tatsächlich. Aber das Schloss im Himmel ist auch ein guter Film, auf jeden Fall, ja. Wisst ihr, was ein guter Anime ist? Ein richtig, richtig guter. Ich vergesse immer, wie es heißt. Ich glaube, zu Deutsch heißt es Schloss der Dornen oder so. Oder die Burg der Dornen, irgendwie so. Das ist richtig, das ist ein verstörender Anime, ganz ehrlich. Doch die ganzen Anime-Kinderfilme sind meist von Ghibli. Ghibli. Was? Ghibli? Oder Ghibli? Naruto ist gut. Naja, Naruto ist ja schon neuere Generation, ne? Glaube ich. Also Naruto, außerdem ist Naruto ja eine Serie. Aber man muss da ganz klar unterscheiden zwischen einem Film und einer Serie. Mein Lieblingsanime war Lucky Star. Das kenne ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe als Kind die Kickers gar nicht geschaut. King of Throne. Was? Was ist denn King of Throne? Oh, wisst ihr, worauf ich mich freue? Auf die zweite Staffel von Overlord. Und auf die zweite Staffel von. Auf die zweite Staffel von Attack on Titan. Auf die zweite Staffel von One Punch Man. Wenn es Zeit haben wir wieder abgeht, es wird kriminell, ey. Attack on Titan ist auch cool, ja. Ja, die Serie. Die Serie Heidi war auch gut. Oh Mann, ey. Das war ja jedenfalls, das war ja schon nichts Serbisches. Ikaramba, ja, Dankeschön für die 50 Likes. Game of Thrones schaue ich ja und Vikings gefällt mir nicht so gut. Ich habe es schon angefangen, ich habe ein paar Staffeln geschaut, zwei so oder was, aber dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Das ist mir dann irgendwie zu beknackt geworden, die Serie. Bin gar kein Serienmensch, schau lieber Filme, okay? Schade, Chip Chip. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Baumann. Joanna TV. Ich habe dir schon eine Nachricht geschrieben, aber weil mein Handy im Moment ohne WLAN ist, weil ich es ausgemacht habe, kam die noch nicht an oder ging die noch nicht raus, besser gesagt. Die wird dann vermutlich noch in der Nacht kommen, wenn ich jetzt aus dem Stream rausgehe, dann in einer halben Stunde. Diablo, Dankeschön für weitere 50 Barren. Dankeschön für deine Unterstützung. Ja, kann ich schlafen. Oh, hab ich mir schon fast gedacht. Gab jetzt noch ein TS ab? Soll ich mal runterkommen? Ein bisschen abchecken. Die hören dich ja eh nicht. Mir hat Mr. Robot gefallen. Mr. Robot? Meinst du Robots? Meinst du die Serie, oder? Also diesen Film, oder was? Bin um 23:30 Uhr aufgestanden. Okay, Chip geht voll ab. Herr Baumann, danke schön für weitere 100 Barren. Danke, du Irrer. Hau da jetzt hier nochmal Barren raus, ey. Was zur Hölle? Wie voll der Butterwanst ist. So voll, dass ich dir gleich in den Rachen kotze. Lenny, danke schön. Nee, die Anime, was? Die Amazon-Serie. Okay, sagt mir gar nichts. Muss jetzt dann los zur Arbeit. Was? Um die Uhrzeit?
Das sind aber interessante Uhrzeiten. Meint er gerade? Nö. Ich bin nur müde wie sonst was. Drache, du bist heute wieder sehr gewalttätig. Kannst du gleich haben, Alter. Kommst du auf Fresse? Kommst du auf die Fresse, Alter. Schauen wir mal, wie gewalttätig ich bin. Oh, Moment, stopp, was? Willst du noch eine. Was? Willst du noch eine Kanone? Hagen, hör auf, Alter, du Irre! Dankeschön, brauchst du nicht raushauen, das ist ja voll verrückt. Wenn du noch eine Kanone raushaust, dann haust du 5000 Barren nochmal raus, dann hast du über 6000 Barren heute gespendet. Ey, ohne Scheiße, ich sag's noch, nein, weißt du schon, warum fragst du überhaupt, wenn du es ohnehin magst? Okay. Vielen, vielen lieben Dank, Hagen, für deine Unterstützung, du Irre. Och Mann, ey. Warum fragst du eigentlich, wenn du es ohnehin machst? 2 Stunden Stream. Nee, Leute, ich muss mich heute echt mal früher hinhauen. Ich habe die ganze letzte Woche habe ich ohne Scheiß, ich bin nicht einmal vor 5 ins Bett gekommen. Nicht einmal. Ist halt lustig. Ist halt auch scheiße teuer, ne? Du zahlst ja auch einen Haufen Kohle dafür. Es ist halt auch übertrieben, weißt du? Und ich fühle mich dann hinterher immer schlecht. Vor allem, wenn ich dann nicht immer so lange streamen kann. Eine Stunde war jetzt heute Maximum die Uhrzeit. Alex Panda, dankeschön. Auf jeden Fall danke, Hagen, ne? Wenn du so weitermachst, holst du Pundras echt noch ein. Ich hoffe, Pundras ist schon schlafen. Und hat es nicht mitgekriegt. Wie viel Barren hat er jetzt gespendet? Also Hagen ist ja da ganz oben. Ne? Also hier ganz oben. Hat jetzt 6.293 gespendet. 5.000 sind aber die Kanone ist immer 5.000 Barren. Jetzt kommt Pundras und holt auf. Sag das nicht so laut, ey. Der, wenn das mitkriegt, ne? Ich fürchte, der macht das wirklich. Nee, also wirklich ohne Scheiß, Mann. Ich meine das wirklich ernst. Ich sag das auch nicht irgendwie, um jetzt zu sagen, ja, ich bin bescheiden. Ich sag das wirklich, weil ich es ernst meine, ja. Ich freue mich immer, wenn ihr mich unterstützt, aber das ist echt total übertrieben. Hallo, was sagst du zu Slayer? Das aufhört. Also dass Slayer aufhört. Wusste ich gar nicht bis gerade eben. Muss dann jetzt insgesamt schon 42.000 Barren gespendet haben. Ja, das kann ungefähr hinkommen. Du bist noch nicht auf Platz 1, weil du hast nur 4 Kronen. Pundras müsste 5 haben, plus die goldene. Pundras hat fast 50.000. Okay. Das ist so irre, ey. Hagen, du bist bei 36.700. Okay. Es kann sein, dass die jetzigen Donates noch nicht mitgezählt wurden. Hagen. Chip, meine ich. Mit den neuen, ja, ich glaube eben, dass die neuen noch nicht dazugezählt werden. Du kriegst zwar 5 Kronen im Stream, wenn du ihn jetzt überholen würdest. Also du hättest sie direkt im Stream, aber ich glaube, dass dazugezählt wird es erst, wenn der Stream vorbei ist. Glaube ich aber nur, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich habe mich damit nie befasst. In der Situation war ich nie. Hast du gehört, dass die Sängerin von... Was? Dass die Sänger von den Cranberries gestorben ist. Sängerin meinst du? Ja, habe ich gehört. Ich habe auch... war das heute früh? Also gestern früh. Ich habe gestern früh auch ein Lied von den Cranberries gespielt dafür. Können wir aber auch gleich nochmal machen. Heute schon der Klaviersound, finde ich sau cool, ey. Aber der Anime ist auch für alle Leute, die Musik lieben, ja. Der Anime, ich habe jetzt den Namen vergessen, Moment, ich muss mal kurz nachschauen, wie er jetzt geheißen hat, ich habe es schon wieder vergessen. Shikatsu wa Kimi no Yus.
Sekunden in Moll. Ja, dieser Anime ist für alle Anime-Fans, die Musik lieben und vor allem Klavier und Violine. Da ist der Anime absolut klasse dafür. Oh, hab sie vor ein paar Jahren mal persönlich getroffen. Ist schon traurig. Ist halt leider so, ne? So verläuft leider das Leben, Leute. Ich hoffe Mittwoch. Nee, ich hoffe MIS. Was? Ich hoffe Miss. Dass du weißt, dass das strafbar ist. Wenn du hier machst, was du hier machst. Was? Was ist das für Musik? Das habe ich ja gerade gesagt. Das ist aus dem Anime. Ich muss nochmal nachschauen. Entschuldigung. Shikatsu wa Kimi no Yus. Sekunden in Moll. Wenn ich es noch ein paar Mal sage, merke ich es mir vielleicht langsam. Er unterstellt uns. Ja, ich habe es gesehen. So. Zum Gedenken der Sängerin von den Cranberries. Okay, Diablo, weiß ich Bescheid. Obwohl es nicht unbedingt immer jugendfrei ist, was ich hier mache. Drache, wenn du zum Todes verurteilt werden würdest, was würdest du für eine Todesart wählen? Danke, Lenny. Ich würde die Todesart wählen, wie. Moment, ich muss kurz überlegen, wie die Person geheißen hat. Ich habe vergessen, wie er heißt. Braveheart. Der hat die Hauptfigur in Braveheart. Wo er ausgeweidet wird. Vor versammelter Mannschaft. Die Todesart würde ich wählen. Damit die Leute begreifen, dass jemanden zu töten nie eine Lösung ist. Sehr makabre. Ich sehe es immer so, man kann immer was lernen. Und manchmal müssen Menschen sterben, damit andere Menschen etwas lernen. Und so hätte mein Tod dann sogar noch einen Sinn. Mann, bist du hohl. Weißt du, allein die Tatsache, dass du mich beleidigst und mich als hohl bezeichnest, zeigt, dass du das bist, was du zu mir sagst. Denn letzten Endes hast du nämlich gar nichts gelernt in den letzten Jahren. Dankeschön, dass du es uns beweist. Finnland hasst dich. Ist nur ein weiteres Land auf der Karte, das mich hasst. Soll ich jetzt überrascht sein? Killersong. Oh je, Punras ist ja wirklich da. Bruder, das ist immer so sau ruhig, da kriegt man immer gar nicht mit, ob er da ist oder nicht. Dankeschön, Lenny. Killer. Pundras, was genau wolltest du mit Killer sagen? War das jetzt ein Liederwunsch oder was? Stille Wasser sind tief. Oder was du nicht sagst. Oh ne. Drache, alles klar bei dir. Immer. Guter Song, meinte ich. Das heißt, das ist nicht Killer, sondern das ist Zombie von den Cranberries. Aber es ist ein guter Song. Oder hast du dich verschrieben mit
Ja, aber Killer auf gut kann man sich jetzt so verstanden, kann man sich ja gar nicht. Egal. Was hältst du vom Logo? Welchem Logo? Meinem Logo, Junos Logo, YouTubes Logo, Googles Logo, deinem Logo? Logan, also Wolverine. Zombies können Killers sein. Ach so, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ah, ja, jetzt habe ich es begriffen. Weiß gar nicht, auf dem Schlauch stand. Tut mir leid, ich bin auch schon müde wie sonst was. Ich mag den Song nicht. Echt? Was? Warum nicht? Aus dem Song kann man viel lernen. Stark, wie du erwähnt, die Stirn geboten hast. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Witz sein soll oder ob das ernst gemeint ist, aber so oder so, das ist auch nur irgendein Mensch. Der ist nicht mehr wert als jeder andere Mensch und somit auch nicht mehr wert als ich und auch nicht weniger wert. Und deswegen, ja. Passt auf, Leute. Das ist echt ein wichtiger Satz, den solltet ihr euch euer ganzes Leben lang merken. Kein Mensch hat mehr Macht über euch als ihr selbst. Außer die Macht, die ihr diesem Menschen zugesteht. Das ist genau der Satz, den ihr euch merken solltet. Übrigens, falls ihr ein lautes Geräusch im Hintergrund hört, das ist meine Waschmaschine, die läuft. Weniger wert als Rainer, selten so gelacht. Du bist genauso weniger wert als ich. Genauso wenig, wie du mehr wert bist als ich. Du bist auch nur ein Mensch. Nicht mehr und nicht weniger. Umso eher ihr alle erkennt, dass wir alle gleich sind, umso eher könnt ihr eure individuellen Unterschiede leichter akzeptieren und müsst euch auch nicht gegenseitig dafür vernichten. Wow, wo kam das her, Alter? Das war ja richtig deep. Punras, danke. Ich hab's gewusst. Punras, danke, du Irre. Vielen, vielen Dank für deine 1000 Bannen und damit deine Unterstützung. Love is all we need. In Finnland würdest du ausgelacht werden. In Finnland würde ich nicht ausgelacht werden, weil wenn ich mich vor die Leute hinstelle, bin ich fast einen halben Kopf größer als die meisten. Das gilt fast überall übrigens. Wenn ich mich wirklich vor jemanden hinstelle und der mir Gesicht von Gesicht so gegenübersteht, dann sollte man eher Respekt haben, als mich auszulachen. Und außerdem, was ist so schlimm daran, wenn man ausgelacht wird? Ist besser, als wenn man ausgebuht wird. Also, lach über mich. Lach so viel, wie du willst. Solange du mich nicht ausbuhst, ist alles in Ordnung. Wisst ihr, das ist wirklich so eine Sache, die mich immer interessiert hat. Anstatt, dass die Leute, wenn ich vor meine Haustür gehe und welche vor meiner Haustür stehen, anstatt, dass die Leute mich ausbuhen, klatschen sie, lachen und freuen sich, dass sie mich sehen. Aber keiner buht. Warum nicht? Ich dachte, ich bin so ein hässliches Stück. Ich dachte, ich bin so wenig wert. Warum feiert ihr das dann, wenn ihr mich seht? Leute, das gilt jetzt vor allem für die Hater. Auf mich habt ihr keine Macht, weil ich euch keine Macht über mich gebe. Aber andersrum hab ich über euch Macht. Na? Ich hab mehr Macht über die Hater als sie über mich und das war schon immer so. Du bist ein Wertloser. Nein, es ist keiner wertlos. Niemand ist wertlos. Kein Leben ist wertlos. Wenn du irgendwas für wertlos hältst,
Dann bist du derjenige, der ein Problem hat, nicht die anderen. Erzähl mal, inwiefern du Macht über die Hater hast. Zum Beispiel, indem ich hier jetzt gerade rumlabe, ein bisschen Scheiße mache, vielleicht ein bisschen rumrage. Was meinst du, wie schnell ich hier 200 Zuschauer habe? Oder meinst du, es ist Zufall, dass ich nachts um 2 Uhr fast 200 oder über 200 Zuschauer habe? Ich habe Macht über euch, akzeptiere das. Oder warum schaust du hier zu, mitten in der Nacht? Warum schaust du bei mir Vollidioten zu? Wenn ich angeblich so wertlos bin. Wisst ihr, ich habe im Laufe der Jahre mit den Hatern viele Sachen erlebt, positive und negative. Aber nichts ist so irrational wie der Verstand der Hater, die auch noch glauben, im Recht zu sein, obwohl diejenigen das sind, die sich noch viel schlimmer benehmen, als sie mir vorwerfen. Und das Geile ist, dass ihr das noch nicht mal erkennt. Ihr erkennt noch nicht mal eure eigene Idiotie. Und da könnt ihr von mir aus so lange drüber lachen, wie ihr wollt. Aber warum bin denn ich derjenige, der immer noch am meisten Abonnenten und Aufrufe hat von den Hater Games? Hä? Naja. Echt, welche positiven Sachen waren das? Meine Abonnenten, meine Aufrufe, meine Klicks, um nur mal ein paar Sachen zu nennen. Die Kohle, die ich damit verdienen kann. Und die Tatsache, dass ich davon leben kann. All diese Sachen habe ich zu einem Großteil den Hatern zu verdanken. Hätten die Hater nie meine Videos veröffentlicht, hätten die Hater nie meine Videos irgendwo verbreitet, auf Seiten, Webseiten, Foren oder auch generell auf YouTube, YouNow, überall, dann hätte ich nicht so eine Bekanntheit erreicht, die ich habe. Und meine Bekanntheit würde weit weniger schnell steigen, wenn die Leute damit aufhören würden. Nur mal so am Rande. Ich werde immer für so dumm gehalten und letzten Endes bin aber nicht ich derjenige, der dumm handelt. Klar, ich habe auch schon dumme Sachen gemacht. Das streite ich gar nicht ab. Das wollte ich nur mal noch hinzufügen. Die Klicks der Hater bringen auch Geld. Ja, stimmt auch wieder. Siehst du? Und das ist jetzt nur einer von verschiedenen Punkten. Kenne ich erst seit einem Dreivierteljahr. Okay, Chap. Du darfst ehrlich sein. Natürlich kann es sein, dass du mich nur durch Zufall entdeckt hast. Aber hast du mich zufällig über ein Hater-Video gefunden? Hast du mich über irgendwelche Hater-Streams gefunden? Oder auf irgendwelchen Webseiten, wo du zufällig meinen Namen gelesen hast? Und gedacht hast, du informierst dich drüber? Oder wie ist es gelaufen? Oder hast du mich zufällig irgendwo ein Video von mir gefunden und das angeschaut? Was aber wirklich auch von mir war und nicht von irgendeinem Hater-Kanal. Das würde mich mal interessieren. Und wie war es bei euch anderen? Leute, 90% von den Zuschauern, die hier sind, traue ich mich wetten, sind meistens Leute, die über Hater-Videos, Streams oder irgendwelche anderen Plattformen, wo meine Sachen verbreitet wurden, auf mich gestoßen sind. Und da wette ich drauf. Vor anderthalb Jahren. Was? Ich bin ehrlich, habe dich über Alblali gefunden. Okay, Alblali ist jetzt kein Hater in dem Fall. Nee, habe Video von einem Hater gesehen. Siehst du, Chap hat eins vom Hater gesehen. Ja, glaube, bei mir war das dieses Mitten im Leben Parodie auf YouTube. Das kenne ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Aber ist auch ein Hater-Video vermutlich, oder? Schätze ich mal. Schaut euch gerade das erste Mal. Natürlich gibt es auch immer ein paar Zuschauer, die neu dabei sind und mich jetzt hier auf YouNow nur deswegen entdecken, weil ich halt so hoch im Rank bin. Aber woher kommt denn das, dass ich so hoch im Rank bin? Ich streame weit weniger als zum Beispiel Lachflat oder alle anderen Streamer, die hier jeden Tag streamen, die auch jeden Tag mehrere Stunden streamen. Wenn man den Vergleich zieht zwischen mir und anderen Streamern, die meisten Streamer streamen mehr als 2-3 Stunden. Die meisten, die ich jetzt kenne, die großen vor allem, aber auch viele kleinere. Und ich stream einmal am Tag eine Stunde und ich bin eigentlich immer auf Platz 1, 2 oder 3. Also all das habe ich den Hatern zu verdanken.
Wenn ich jetzt hier ein bisschen uprage, ein bisschen drauf abgehe und so, dann werden die Abonnenten, also die Zuschauer, sofort wieder in die Höhe schießen. Das ist immer so. Und das ist in den letzten 5 Jahren immer so gewesen. Gut, negativ waren zum Beispiel Sachen mit Appbärchen oder dem Swatting. Aber Leute, ich bin der erste deutsche Streamer, der geswattet wurde. Ist euch das klar? Damit bin ich die Nummer 1. Auch wenn es nicht unbedingt was ist, womit man sich brüsten sollte. Aber trotzdem, das bedeutet schon mal was. Du bist Level 80, das bedeutet, du bist lange dabei. 3 Jahre bin ich dabei. Wann bin ich dazu gekommen? Ich bin am 24. Juli 2015 dazu gekommen. Also ja, etwa 3 Jahre. Nicht ganz 3 Jahre. Wobei, 6, 7, ja doch, nicht ganz 3 Jahre. Aber Lachflat und alle anderen sind schon weit länger dabei. Ja, und die haben auch, die streamen auch weit mehr als ich. Ich hätte ein viel höheres Level, würde ich viel öfter streamen. Ich kenne dich seitdem du auf dem TS warst, auf. Was? TS warst, auf dem unser Server aufnimmt. BTW. Was? Du warst nicht der Erste, der geswattet wurde. Soweit ich weiß, bin ich der Erste, der geswattet wurde. Zumindest der Erste, bei dem es so ausgeartet hat. Ja, da erzählst du über deinen Arbeitstag als selbstständiger Schichtarbeiter. Okay. Habe Juna damals durch SternTV entdeckt. Okay. Ja, also wie gesagt, Leute, ja, ein Lied machen wir jetzt noch. Mal überlegen, was spielen wir denn? Ja, das hier ist das letzte Lied für heute. Dann gehe ich mal pennen, muss es nämlich auch mal langsam sein. Ja, auf jeden Fall, die Hater glauben immer, sie hätten so viel Macht über mich. Dabei ist es genau andersrum. Und das Geile ist, ich sage das immer wieder, ich versuche ihnen das klar zu machen. Ja, weil ich einen guten Willen habe, aber nö, das verstehen sie nicht. Mach anderthalb Jahre, was? Mach anderthalb Stunden, Drache, ist gerade interessant. Wieso ist denn gerade interessant, verstehe ich ja gar nicht. Das ist immer interessant. Aber heute spielst du nur Lieder, die ich nicht mag. Chap, chap, das könntest du längst ändern. Du wünschst dir was. Ist doch kein Problem. Verstehe, wo das Problem ist. Ich warte ja eigentlich auf Musikwünschen. Aber jetzt ist das Musik, wie gesagt, jetzt ist dann das Stream eh vorbei nach dem Lied. Also, würde es eigentlich so. Du hättest dir jederzeit was wünschen können. Ich verstehe, wo das Problem ist. Mir ist nichts eingefallen. Ja, okay, dann kannst du mir nicht die Schuld geben. Du Schlumpf. Kannst du mir nicht die Schuld geben, wenn dir nichts einfällt? Aber, was aber ist so, als hättest du heimlich meine Liste über die Lieder, die ich nicht mag, geklaut? Du hast eine Liste über Lieder, die du nicht magst. Okay. Also, ich renne mit sowas nicht rum. Außerdem klaue ich nichts.
Du Schlumpf. Das ist die einzige Sache, das ist die einzige Ausdrucksweise, die ich gerade lustig fand, nicht böse und nicht beleidigend ist, die ich gerade angebracht fand. Wobei Schlümpfe sind blau, da würde ich ein klein und grün von halt gar nicht hinhauen. Nee, der muss ja überhaupt nicht rum. Das ist ja Quatsch, TV-Mob. Ist ja bloß ein bisschen rumgeblödelt. So Leute, das war dann die längste Zeit der heutige Stream. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder dabei. Der muss ich mal gucken, vielleicht morgen ist. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Na gut, dann eine gute Nacht und haut rein. Euer Drache. Und tschö tschö. Achso, Pundras, TV-Morph, ChapChap, vielen, vielen Dank. Hagen, vielen lieben Dank für die ganze Unterstützung. Fürs dabei sein, vor allem dafür, dass ihr heute alles so den Chat so freundlich und am Laufen gehalten habt. Ja, und auch für die ganzen Donates und alle einfach eure Unterstützung. Ich kann nicht mehr sprechen, es wird Zeit, dass ich ins Bett komme. So, Servus Drache. Jo. Alles klar, haut rein. Und einen schönen Abend euch noch. Tschö, tschö.